Liebe Ursula, ich möchte dir einfach nur danken für deine Videos und dein Buch. Wann immer ich mich überwältigt vom Alltag, meinen Gefühlen und dem Unverständnis meiner Umgebung fühle, schenkst du mir durch deine Videos einen sicheren Platz für meine Emotionen und Gedanken. Ich werde verstanden, endlich. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du ermutigst mich, meinen Weg der Traumaauflösung zu gehen. Ich bin einfach nur unendlich dankbar. Du bist ein Licht in meiner Welt. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Wienke Ursula Schulenburg. Und wer ich so bin und was ich so mache, das sage ich ja meistens am Beginn meiner Videos. In diesem Fall möchte ich es nicht tun. Wenn es dich interessiert, schau dir einfach irgendein anderes meiner Videos an. Ich möchte hier heute etwas sehr Persönliches mit dir teilen. Etwas, was mich ganz besonders in der letzten Zeit immer wieder berührt, inspiriert, mir Tränen der Dankbarkeit und Freude in die Augen treibt. Ich habe es in dem ein oder anderen Video erwähnt, natürlich auch in einigen meiner Bücher beschrieben. Ich hatte in meiner Jugend eine sogenannte Nahtoderfahrung aufgrund von traumatischen Erlebnissen, traumatischen Erfahrungen. Und ja, es ging um sexuellen Missbrauch, Gewalt und irgendwann war mein Körper an dem Punkt, dass ich nicht mehr konnte, dass ich bei dieser einen ganz besonders grausamen und furchtbaren Erfahrung meinen Körper verlassen musste und da eine ganz tiefe, eine ganz bewegende Erfahrung gemacht habe, ja, die sehr schwer in menschliche Worte zu fassen ist. In dieser Erfahrung gab es einen Moment, da konnte ich, also ich stand vor der Entscheidung, gehe ich zurück in diesen schmerzenden Körper, in dieses furchtbare Leben, was ich damals führen musste. Ich stand vor der Entscheidung und ich war frei. Ein Wesen war an meiner Seite. Ich könnte nicht sagen, wer es ist. Menschen, denen ich davon erzählt habe, die sagten, oh, das war bestimmt derjenige oder diejenige. Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß, was ich empfunden habe in der Präsenz dieses Wesens. Eine ganz tiefe, ganz völlig ausfüllende, akzeptierende Liebe. Und es fällt mir immer schwer, das Wort Liebe zu benutzen, denn es ist so klein und beschreibt nur, ja, wirklich im Ansatz das, was ich da fühlen und erleben durfte. Und dieses Wesen, wir hatten eine Konversation, allerdings ohne Worte, sondern das ging über die Gefühlsebene, zeigte mir in dem Moment, wo ich eigentlich Richtung Licht gehen wollte, wies mir eine andere Seite auf, nämlich einen Blick auf das, was mein Leben sein würde. Und ich schaute nun auf das, was mein Leben sein würde und konnte erkennen, dass ich noch einige Zeit in Dunkelheit würde leben müssen und dass dann um die 20 da war so etwas wie ein Knick in meinem Leben, in meiner Biografie und das Ganze nahm eine Wende. Das, was dann passierte, war, es wurde immer heller und liebevoller. Das Ganze konnte ich sehen wie in Farben. Ich würde das Wort Farben benutzen, um das zu beschreiben, was ich da sehen konnte, das, was sich da vor meinen inneren Augen oder Augen da gezeigt hat. Und ich konnte auch sehen, dass ich einem Menschen begegnen würde, der
mir helfen würde, mein Leben komplett zu verändern. Und dann ging das Ganze weiter und ich konnte sehen, und das war letztendlich das, was mich damals dazu bewogen hat, zurückzugehen in diese mehr als schwierige Situation, lebensbedrohliche Situation. Ich konnte sehen, dass später im Verlauf meines Lebens mein Leben sehr, sehr wichtig sein würde. Das Ganze sah aus, es war quasi ein dunkles Feld. Es sah ein bisschen so aus wie, ihr kennt bestimmt den Film Matrix, dass da Dinge geschrieben wurden, dass sich da Dinge zusammengefügt haben. Und in diesem dunklen Feld konnte ich einzelne helle, strahlende, goldene Punkte, pulsierende Punkte erkennen. Und ein Bild, was mich immer wieder an diese Situation erinnert, ist, wenn man auf, es gibt ja Bilder von der, aus dem All von der Erde, wo man, sagen wir mal, ich erinnere mich gerade daran, weil das das Letzte ist, was ich gesehen habe, wo man zum Beispiel Spanien sieht. Und da gibt es Teile auf der Landkarte, also aufgenommen bei Nacht, die sind dunkel. Und dann andere Teile, natürlich da, wo Städte sind, vorzugsweise Großstädte, da ist es hell, da ist dieses Licht, da ist etwas erhellt. Und ähnlich, zwar ganz anders, aber doch ähnlich, habe ich den Teil meines Lebens wahrgenommen, den ich tatsächlich jetzt lebe, den ich jetzt angefangen habe zu leben seit einigen Jahren, dass ich die Möglichkeit habe, diese Lichtimpulse in einer Dunkelheit zu setzen. Und mich hat neulich eine Nachricht erreicht. Die möchte ich euch einmal vorlesen. Eine von, ja, in der letzten Zeit sehr vielen wunderschönen Nachrichten, die ich bekomme, die mich natürlich sehr gefreut hat, weil sie sehr positiv und sehr wertschätzend ist. Das ist gar keine Frage. An dieser Stelle ganz lieben Dank für eure herzlichen, so offenen und tiefgehenden Nachrichten. Aber sie hat noch etwas anderes getan. Sie hat mir nämlich mich daran erinnert. Sie hat mich an diese Lichtpunkte erinnert, die ich damals von oben gesehen habe und wo mir damals dieses Lichtwesen, was an meiner Seite stand, gesagt hat: Guck mal, du wirst mal wichtig sein. Da wird es Menschen geben, die brauchen dich. Das war nicht in Worten, sondern in Gefühlen. Und als ich neulich diese Nachricht gelesen habe, diese und ähnliche, da war das gleiche Gefühl wieder da. Da wusste ich ja genau, jetzt lebst du das, was du damals gesehen hast. Und ich saß zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Nachricht gelesen habe, im Zug. Ich bin zu einem Event gefahren und ich war wie in einer anderen Welt. Ich hatte Gänsehaut hoch 5. Ich war so beseelt und gleichzeitig so unglaublich dankbar, dass ich am Leben bin und dass ich jetzt diese Chance habe, genau das leben zu dürfen, wozu ich angetreten bin oder wozu ich wieder zurückgekommen bin. Und ich lese euch einmal diese Nachricht vor. Ist sie über Instagram gekommen. Liebe Ursula, ich möchte dir einfach nur danken für deine Videos und dein Buch. Wann immer ich mich überwältigt vom Alltag, meinen Gefühlen, dem Unverständnis meiner Umgebung fühle, schenkst du mir durch deine Videos einen sicheren Platz für meine Emotionen und Gedanken. Ich werde verstanden. Endlich. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Du ermutigst mich, meinen Weg der Traumaauflösung zu gehen. Ich bin dir einfach nur unendlich dankbar. Du bist ein Licht in meiner Welt.
Und ja, das berührt mich zutiefst. Und es berührt mich zutiefst, ja sicher, weil da ein Mensch einfach sein Herz aufmacht und unglaublich viel Wertschätzung in Worte fasst und mir das einer komplett fremden Person schreibt. Klar ist das etwas, was mein Herz sehr berührt. Aber da ist noch etwas anderes. Da ist nämlich noch eine Seele, die auf seelischer Ebene mich erkannt hat. Wir sind uns begegnet. Und wir sehen einander auf dieser seelischen Ebene. Sie hat mich gesehen in den Videos, wie sie sagt, in einem der Bücher. Ich weiß gar nicht, welches sie gelesen hat. Sie hat sich durch mich gesehen gefühlt, verstanden. Und diese seelische Verbindung, die sie in dem Moment wahrgenommen und für sich erlebt hat, die gibt ihr die Kraft, für sich ihren Weg weiterzugehen. Ich habe keine Ahnung, was es war, welches Video es war, welche Information. Was ich aber genau weiß, ist, dass es dieses Gefühl ist von Verbundenheit, von du bist nicht alleine, ich sehe dich. Und zwar auf einer viel tieferen Ebene, mit den Seelenaugen. Und mich erinnerte es an diesen ganz besonderen Moment in meinem Leben, dieser Nahtoderfahrung, die kreiert wurde durch eben diese ganz furchtbaren Umstände. Ich meine, man macht nicht eine Nahtoderfahrung einfach mal so, sondern ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, dass da doch gewaltige negative Kräfte auch am Wirken gewesen sein müssen. Und dass ich mich erinnern durfte, dass ich mich erinnern darf durch diese und ähnliche Nachrichten an dieses schöne Gefühl und vor allen Dingen an die Mission, die ich auf dieser Erde habe. Und ich erzähle dir es nicht, weil ich so wahnsinnig gerne über mich rede, sondern ich erzähle dir das, weil du genau auch so eine Mission hast. Nicht meine Mission, sondern deine. Und vielleicht kannst du die in manchen Momenten in deinem Leben nicht so klar greifen. Vielleicht ist das Ganze überlagert, liegt ein Nebel drauf. Vielleicht fühlst du dich auch gerade verloren und du sagst, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Ganze soll. Aber glaube mir, du hast eine Mission. Und dazu, um dich daran zu erinnern, brauchst du keine Nahtoderfahrung. Es werden Momente in deinem Leben kommen. Vielleicht gibt es solche Momente auch schon, wo irgendetwas von außen kommt und du dich plötzlich erinnert fühlst. Erinnert gar nicht mal so sehr vom Kopf, sondern von deinem Herzen, von deinem Inneren, von deiner Seele. Und du sagst, ja, klar, das Ganze macht Sinn, deshalb bin ich hier. Und der Kopf versucht immer irgendwie so eine Klarheit zu kreieren, so eins und eins ist zwei, ich muss das verstehen. Aber das Verstehen, von dem ich hier spreche, das ist etwas, das geht viel tiefer. Das ist ein Verstehen auf der Gefühlsebene, auf der Seelenebene. Wenn ich das lese, wenn ich diese Nachricht lese, dann berührt mich das im Herzen, aber es berührt mich noch viel tiefer. Es schießen mir Tränen in die Augen, weil ich plötzlich spüren kann, was der tiefere Plan meiner Seele ist. Und dieses tiefe Gefühl ist etwas, was mich antreibt. Und dieses tiefe Gefühl wird immer dann bestätigt, auch wenn ich über eigene Grenzen gehe. Eigene Grenzen im Sinne von, dass ich Vorträge veranstalte, dass ich Dinge tue, die auch für mich oft groß sind, sich nicht unbedingt zu groß anfühlen, aber wo ich eben auch wachsen muss, wo ich aus mir herausgehen muss im positivsten Sinne, wo ich eingeladen bin, eben auch meinen Next Step zu tun. Und zum Teil halte ich Vorträge, da sind relativ wenige Menschen. Und man könnte sich sagen, Mensch, wozu der ganze Aufwand? Und gleichzeitig, wenn ich vor diesen Menschen stehe, Fremden oder Videos mache, ist da dieses ganz tiefe Gefühl, das ist wichtig. In dem Moment, wo ich das tue, egal ob da, ich sag mal, einer sitzt oder 10 oder 100 ein Video sehen,
In dem Moment ist da dieses Licht, dieses goldene, blinkende, scheinende Licht. Und zwar nicht außerhalb von mir, sondern in mir. Und ich weiß, I'm on track. Ich bin auf meinem Weg. Was ich dir mitgeben möchte, ist, achte auf das Blinken, auf dieses tiefe Gefühl in dir. Egal wie es sich für dich anfühlt, wie du es beschreiben würdest, es kann ganz anders sein, als so wie ich das empfinde. Die Bestätigung, dass du auf deinem Weg bist, dass du deinen Seelenplan, deine Seelenaufgabe lebst, diese Bestätigung bekommst du von einem ganz tiefen inneren Gefühl oder Impuls. Ja, das Ganze wird vielleicht ausgelöst durch etwas, was Menschen zu dir sagen, durch Feedback, was du bekommst. Aber es wird nur angeregt und ausgelöst, das Gefühl. Das Gefühl steigt in dir auf. Und es wird dich. Bei mir ist es so, dass es mich im positivsten Sinne überrollt, komplett erfüllt. Vielleicht ist es aber auch so, dass am Anfang wie so ein ganz zartes Kribbeln ist und so das Gefühl, oh ja, genau da ist es, genau da ist dieser kleine Anfang von dem, was das Potenzial und die Möglichkeit hat, unendlich groß zu werden. Höre darauf. Höre darauf. Du bist nicht verloren in dieser Welt. Deine Seele leitet dich. Deine Seele weiß ziemlich genau, was du hier tust, was dein Job ist. Glaub mir. Das wollte ich gerne mit dir teilen. Und wenn du jemanden kennst, von dem du glaubst, dass genau diese Information für ihn oder für sie wichtig sein könnte, dann teile du gerne dieses Video. Und wenn du magst, wenn es dir etwas gegeben hat, dann gib diesem Video und diesem Thema in der Welt, im Netz, auf YouTube gerne einen Daumen hoch. Abonniere diesen Channel, dann wirst du immer informiert. Ja, du musst natürlich noch die kleine Glocke drücken, wenn wir neue Videos hochladen. Und ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast, dass du Teil dieser Community bist. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dem Leben und letztendlich auch mir selbst, dass ich hier sein darf und dass ich meine Mission leben darf. Bis zum nächsten Mal. Deine Ursula.